bitte nicht, bitte nicht. Schnell, komm noch rein. Sorry, komm weg, ich muss hier rein. Ich kann mir ins Auto. Und das ging, diese ganze Scheiße ging halt über anderthalb Stunden, ne? Die haben uns richtig gejagt. Oh, verdammt, Mann, warte jetzt. Also für andere würde ich das auch nicht machen. Ich kann nicht. Ja, wie er noch so sagt, ich bin ja auch froh, dass ich der Einzige bin, der das. Und der für andere würde ich das halt nicht anziehen. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, die checken mein Blitzlicht, ne? Aber sie haben es einfach. Komm, wir gehen zum Unicorn. Ja, ja, ich. Ey, warte, hier, komm mal her, komm mal her. Hä? Ja, wir gehen hier doch schon hinter Eingang. Ja, lass sie mal überraschen. Hinter Eingang. Schuhe aus, Schuhe aus. Scheiße, Mann, was hab ich denn verpasst, Alter? Du bist ja kein Schwein. Digga, wir warten so dann auf mich. Und sie kommt einfach dann so nackt vorbeigelaufen, Alter. Warte, 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 nochmal. Warte, warte, ich. Let's go. Ey, lass mal so reingehen. Okay. Mit Maske. Ja, warte, alles ausziehen, außer die Maske. Ah, meine Krawatte noch? So, und zu kranker, du bist doch krank. Das würde ich das ja auch nicht anziehen. Ja, das weiß ich ja. Ich hab's nicht gesehen. Lauf! Renn. Oh mein Gott, lauf! Ah! Sie hat mich getroffen, ich bin fast tot! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot, Mann! Mach Auto auf, mach's auf! Steig ein, schnell! Steig ein! Komm rein! Es geht nicht, bitte nicht! Schnell, komm noch rein! Komm weg, ich muss hier rein! Auto. Komm, jetzt steig ein. Geht nicht. Oh, verdammt, Mann, warte jetzt. Fahr. Ich kann nicht mehr, Junge, ich kann nicht mehr. Hä, hey, als ob die uns nicht gesehen haben. Nein, wir haben sie nicht umgebracht. Sie hat mich fast umgebracht, Mann. Ich sehe da so eine Nackt über die Straße laufen. Ey, wenn ihr irgendwelche Tipps davon habt, ich hätte sie bitte gerne. Auf beide Versionen. Und ihr habt euch durch die ganze Stadt gejagt? Ja, das ging halt, ey, das war so krank, das ging bis. Es war ja, glaube ich, gegen 11 und es ging halt bis halb 1. Halt immer so, ja, sie meinte immer so nebenbei am Tag auch so, ja, ich habe ja noch eine Überraschung und das hat aber, also ich habe es nicht mitgeschnitten, so nebenher hat sie es halt erwähnt. Und abends meinte sie irgendwann so zu ihm, ja, wir kamen auf das Thema Stripclub und ja, ich habe die noch gar nicht gesehen und ja, ich kann dir den mal zeigen, so, ne? Und das war ja so ein, sag ich mal, so ein Ablenkungsmanöver, so ein Vorspiel in dem Sinne, so ein bisschen so, um ihn dahin zu locken. Und dann habe ich Tayo angerufen davor, das war ja noch das Witzige, ich rufe Tayo ja an und frage so, Mensch, wo seid ihr denn? Ja, im Stripclub. Ja, okay, dann kommen wir da hin. Ja, alles klar. Dann sind wir ja da hingekommen. Also von daher, Tayo hätte ja auch sagen können, ja, nee, gerade so zweisamsmäßig, Zweisamkeit genießen und so, dann wären wir da nicht hingekommen, ne?
So. Ich glaube, wärt ihr da ganz normal gestanden, hätten die wahrscheinlich noch oh, oh, oh und so fertig. Aber nachdem ihr so wie die Spanner da rein... Oh, nur mit der Kamera! Ja, und ich habe die ganze Zeit gedacht, die sehen das Blitzlicht, das wäre so witzig gewesen. Auslassen. Ich bring euch um! Und ihr seid so beide tot! Ihr seid so beide sowas von tot! Oh, das war so geil. Ich frage mich halt, wie kommt man auf die andere Seite mit dem Schlag drüber? Ich kann immer nur gerade schlagen. Geiler Scheiß. Ja, warte. Wenn man das mal draußen hat. Der Erste, der einen Aufschlag hinkriegt, kriegt von mir ein Bier. Ey, Alter, so wie so habe ich einen Aufschlag. Einmal so, ja, kurz, ne? Ja, ist so. Oh! Oh, voll daneben geschlagen. Ich glaube, ein Loch im Schläger. Sieht sehr professionell aus bei Otto, ne? Mama mia. Ja, aber bringen tut's mir trotzdem nichts. Ja, der auf seinem. Hier auf seinem rechten Bein vorne steht, ne? Elegant. Ja, das war ein Ass, hä? Ass, sag ich dazu. Ne? Da geht der, man muss sich auch mal selbst loben. Ja, wieder ein Ass. Ja, geht doch. Hast ihn aber sauber. Alter. Das ist richtig schön mit anzuschauen. Na. Ja. Hast gewonnen, mein Bester. Echt gut hier. Wie? Ach, hier. So. So. Der Bergdoktor. Oh. Vollidiot. Vollidiot. Selber. So, jetzt Ruhe hier. Oh, Otto, Alter. Das war... Ja, ja, komm, komm, bist du Holz. Und der war geil. Der Move war geil. Leg dich niemand mit den alten Säcken an. Ja, genau. Wer ist das? Jonas, ich will einmal miterleben, wie du das mit deiner Stimme machst. Was? Einreise? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, ja, dann komm, ich glaube, ich werde das total geil finden, weil deine Stimme ist wirklich so, so hart. Da kriegt jeder Angst. Ach was. Irgendwie, aber heute war. Sorry. Alles gut. Ganz ehrlich, ich bin ja hier aufgeregt wie bei meiner Einschulung. Aber was Geiles. Ich wollte hier schon immer mal einen durchziehen. Lucia sagt, bei deinem Ausfängen gerade würde ich auch noch mal gerne die Einreise machen. Ich würde dich übers Knie legen, habe ich gesagt. Alter, mit Lucia wenigstens war das echt... Wenigstens hat er schon mal Arme, ne? Ja, wenigstens Gott sei Dank. Arme. Ey, selbst mit Lucia war das nicht so anstrengend. Das heißt... Cool, da, bin ich, da bin ich ja nie dabei, Gott sei Dank. So hat der Herr es jetzt. So, ich hab's. Ja, Gott sei Dank. Ja? Sicher? Dann würden wir jetzt gerne eine Einreise mit ihm machen. Okay. Ob sich für sie der Flug überhaupt gelohnt hat. Dann kommen Sie mal mit. Ich hoffe, wir es. Dann sie ist einfach bequem. Ich glaube, die Couch ist ein bisschen bequem. Ich hab schon gehört, das ist ihr erster Urlaub, wenn ich es richtig gehört habe. Ja, das ist mein allererster Urlaub, ja. Ja, okay, ja. Genau einfach so. Nach hinten fallen lassen, genau. Genau, oh, ist schon deutlich bequemer. Sieht doch total entspannt aus. Ja, ist es auch. Okay. Und ich würde sagen... Ja, wir sind gerade am überlegen, ob wir noch mal leben lassen oder nicht. Ich weiß noch nicht. Noch hat er die Hose nicht ausgezogen. Oh. Ja, macht euch mal bereit, ich glaube, ich schmeiße ihn hier gleich mal raus. Ich bin bereit. Am Flughafen. Laufen Sie da einmal hinten irgendwie die Tür? Genau.
Kommen Sie einfach hier raus. Ich hoffe, wir stoßen sich nicht den Kopf. Genau. Dann gehen Sie einfach hier einfach geradeaus durch die Tür. Dankeschön. Einen schönen Abend. Jo. Der ist Feder. Oh, ist der neu hier? Ja, der ist neu hier. Ich bin angekommen. Schön, Sie kennenzulernen. Er nennt sich LeBron. Hallo. LeBron. Federico, wie geht's dir so? Ja, mir geht es super, selbst. Ja, auch. Buonasera. Happy birthday to you. Oh mein Gott, danke. Happy birthday. Oh, danke. Danke, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wer hat Geburtstag? Fridolin. Fridolin. Ja, danke. Alles Gute. Happy birthday. Danke, danke. Alles Gute. Du bist gedrückt von mir. Oh, ja. Danke. Ich bezahle. Ich check das gar nicht, weil die sagen irgendwelche verrückten Zahlen. Obwohl die Zahl. C4, C8. Ja, irgendwie sowas. 2473, ganz schnell hier. Ja, ja. Sonst wird's noch eine 8012. 8012, habt ihr gehört? Ja, irgendwie sowas. Ich verstehe das nicht. Ja, geil, das schon. Dann wir reden ja nicht Mathe rechnen hier, oder? Ja, ich eskortiere hier noch Liam, nicht, dass ihm was passiert auf dem Roller. Oh, jetzt wird's aber eng. Oh verdammt, oh nein, hinter mir ist ein PD-Auto. Scheiße. Die haben mich erwischt. Oh, das sind die beiden Chiefs. Okay, dann fahren wir anstehen. Dran. Ja, bitte. Das ist mein Einsatzfahrzeug. Gut, ich pack das nur noch hier. Ja. Bitte lassen. Gut. Darf ich nicht mehr mit dem Roller fahren? Also. Ich bin damit gut unterwegs und auch sicher. Das ist gut, ich werde es einmal durchsuchen. Bitte einmal drücken zu mir. Gut. Oh, was ist jetzt los? Warum nimmst du mir alles ab, ja? Wieso? Hey! Den Rest lasse ich jeden schönen Tag noch. Gut, ich bin auch beim PD. Wunderbar. Was war das? Junge! Und bitte um. Sitzen sich um. Digga! Warum, was ist los? Bist du gefeuert oder was? Nein, eigentlich nicht. Warte, jetzt hat er den Knacken abgenommen. Hätten wir alles weggenommen. Ja, ich bin gefeuert. Wirklich? Ja. Was? Egal, okay. Kommst du uns zurück, Fendi. Ja. Warte mal, nicht so schnell. Darf ich wieder zu euch zurückkommen, bitte? Ja, cool. Danke, Otto. Ja, okay, dann, ja. Sag doch, scheiß Körper. Ja, Schmutz, die werde ich wieder schikanieren. Aber vielleicht jetzt. Bist du, ganz ehrlich, vielleicht, ich glaub, bist vielleicht bei Hamadis und so auch ganz gut aufgehoben, ne? Ja, weiß ich nicht. Oder sowas, du weißt, was ich meine, ne? So ein bisschen Bad Boy-mäßig. Ja, das stimmt. Ja, okay. Komm, können wir ja gleich mal quatschen. Lass uns mal zum Würfelplan treffen. Ja, ich glaube, das ist gut. Du siehst dich ja noch im Ziel. Ja, ey, Mann, Alter, ey. Ich verfolge den Modus mit einem Roller. Ich hab die zwar nicht mehr eingekriegt. Wir sind noch in Italien, da muss es doch legitim sein, als Polizist auf Roller zu fahren. Ja, eben. Mit dem unterhalte ich einfach. Hey, halt die Schnauze! So, Officer, sehen Sie die Geisel? Ja, ich sehe die Geisel. Warum trägt denn die Geisel eine AK-47 auf der Brust? Die hat er mich umgebunden, die hat er mir umgebunden! Aha, alles klar. Ja, geht's Ihnen soweit gut, der Herr? Ich hab nur Angst! Ich müsste mal bitte Ihren Namen erfahren. Mein Name ist Federico Manfredo. Du Affe. Ja, ich hoffe, wir kriegen Sie lebendig raus, ne? Ja, bitte. Behandelt der Herr Sie gut. Ja, ich weiß nicht, wie lange noch. Alter, dafür sind wir da, ne? Ja. Unterhalte dich weiter mit ihm, unterhalte dich weiter. Nee, er schlägt mich manchmal, er hat gesagt.
Ja, ich sag mal so, ne, das Schlagen können wir dann noch zur Anzeige hinzufügen. Hey, jetzt hab ich noch mehr Angst, er hat gesagt, er will mich auch niemals so finden, wenn das hier nicht klappt. Das wird aber nicht passieren. Ja, ne? Doch, hat er gesagt. Nein, wir sind ausgebildete Verhandlungsführer. So, jetzt ja, mein Papa den rausgenommen und hat die Fotos angeguckt von meinen Kindern. Ich weiß nicht, ich glaube, die Geisel hat noch ein bisschen was auf der Seele, hab ich so das Gefühl. Ich hab Angst, ich muss Pipi, ich muss alles. Officer, können Sie den Herrn bitte gut zusprechen? Der ist ganz schön instabil. Der ist ganz schön instabil. Wir geben dem Täter so viel, wie er braucht, damit sie hier frei zu ihrer Familie zurückkehren können. Ja, schenke ich die ganze Sache hinter Knast. Bitte, nein, ich darf, er zwingt mich, ich darf das so nicht sagen. Okay, das reicht dann jetzt auch wieder, ne? Ist kein Grund hier der Geisel noch mehr Gewalt anzutun, ne? Ich mache gar nichts, Officer, der denkt sich das alles aus. Hey, Darko, ne? Ich bin halt die ganze Zeit mit Auto rumgefahren, dann haben die mich irgendwann nach rechts rausgewunken, haben mir einfach alles weggenommen. Digga, die haben mich komplett gefickt, die haben mir alles weggenommen, selbst meine Privatsache, Mann. Oh mein Gott. Liam, was ist passiert? Oh mein Gott, Digga, ich muss dir das erzählen. Ey, ne? Ich bin halt die ganze Zeit mit meinem Motorroller rumgefahren, ne, mit Otto. Weil ich bin halt einfach mit euch mitgefahren auf Streife, ne? Halt mit dem Roller, mit einem falschen Outfit. Und dann haben die mich irgendwann nach 10 Minuten rumfahren, haben die mich rechts rangehalten. Die haben mich ja wahrscheinlich schon gekündigt. Die haben gesagt, ja, bitte einmal absteigen. Ach, fahr doch bitte weiter da hinten. Und hey, seid doch mal nicht die, so einer. Doch, bitte. Nein, der fuckt mich ab. Ah, Digga, das ist dieser Pisser an Chief. Nee, Dings, und dann haben die mir einfach alles weggenommen. Digga, das ist eine Privatpistole und so alles. Jetzt kommt der noch. Ey, dieser Wichser, Alter, ne, ich fick den so in die Schnauze. Ey, Zane, hast du nicht noch ein paar Joints von mir? Nein. Gott, Digga, jetzt kommen alle, Alter. Nein? Okay. Digga, die haben aber, sogar mein Elfen Meth weggenommen, diese Wichser. Tick-Tack. Trotzdem ist das so ein Wichser. Ich hab 100 Stoff. So, okay, dann ist das ja hier alles geklärt. Ja. Natürlich, okay. Officer, kommt nicht wieder vor. Tut uns leid. Okay. Ich lasse beim nächsten Mal meine Hose oben. Okay, wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wen gehört denn der BMW? Der schwarze. Keine Ahnung. Könntest du mit der Frise richtig umpacken? Sonst. Richtig rum? Hä? Ja, Digga, du. Ja, also parken du musst dein Auto ab jetzt auf dem Dach parken. Ja, das ist ja keine Parkung, das siehst du schon, ne? So schwarz. Weißt doch, Familie, ne? Muss nicht. Ne? Hast ja gesehen, die neuen Vorgaben. Ja. Sehe ich zu gangsterhaft aus? Nein, ne? Nee, wie gesagt, du bist okay, Liam würde ich jetzt sagen, eher weniger. Du kannst mich gleich mal aufklären, wer dieser neue Chief ist. Ah, okay, also so ein richtiges kleines Schweinchen. Ganz auf die Bank. Ja, ist halt so ein Kleinkerl, der, ne? Ja, der hat sich wahrscheinlich die Taschenlampe in den Arsch geschoben. Hat mich denn da, mein Chef bringt mich echt noch in Schwierigkeiten. Wir haben, hast du auch einen neuen Chef, oder was? Ja. Nee. Ja, hast du doch gestern ach so, gesehen, ja, den Chef. Ja. Der musst du wissen, wie du den nimmst. Ja. Ich finde ihn cool. Das Problem ist nur, wir sind rausgerufen worden, weil Zane von seinem Motorrad geflogen ist. Und dann haben wir ihn aufgehoben und dann kam der Chief, wer immer, auf jeden Fall, es arbeiten ein paar Idioten beim PD. Er hat ihn vors Auto getreten, daraufhin haben die uns gejagt und ich musste mit der Karre fliehen. Also glaub, könnte sein, dass hast du mal hinter dir geguckt? Ich glaube, du kriegst gleich ein Problem. Oh. Ich glaube ungefähr jetzt renn. Bleib einfach stehen. Die Dame. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Wo ist der Herr Pearson? Im Krankenhaus im Kopf. Gut. Danke. Bitte sag mir nicht, der ist da wirklich. Mein Gott. Lucia, ist er da wirklich? Funk ihn doch mal an. Bereit ihn mal drauf vor. Jason, ich würde, wenn du es hörst, ich würde abhauen, die Cops kommen zu dir. Du hast ihm nicht im Ernst gesagt, wo der ist. Warum? Ich weiß nicht, ey. Würdest du das bei mir auch machen? Also, die ist einfach zu ehrlich, ne? Sagst du sagst es jetzt. Na, du lügst doch. Ja, okay, ich lüge. Nee, ich war nur in Panik. Ja, der ist im Krankenhaus im Kopf.
normal. Guten Tag, der. So hier beim Flughafen. Ich würde gerne einreisen. Ja. Wie war denn Ihr Flug bisher? Mein Flug war ganz okay, ja. Geht besser auf jeden Fall. Wir haben es zumindest überlebt. So, dann würde ich einmal gerne Ihren Ausweis. Ja, klar. Ja, dann kommen Sie doch einfach mal mit. Dann reden wir mal ein bisschen. Ist Ihr erster Urlaub auf einer Insel, oder? Nö, ich war schon auf 2-3, aber haben mir leider nicht so gut gefallen. Okay. Was hat Ihnen denn nicht so gefallen, wenn ich fragen darf? Ja, das generelle, wie sie gerade aufgibt und sowas. Also wie da agiert wurde, als man, ne? Ja, okay. Also Kambo war ich bis jetzt. Hoffe, hier ist es ein bisschen anders. Ja, das sagen wir, sag ich mal, ganz klar Nein dazu, ne? Jo, perfekt. Also, man hat hier auf jeden Fall auch Möglichkeiten, selbst hier auch noch seine Träume zu verwirklichen, sage ich immer so, ne? Ja, perfekt. Eigentlich eine schöne Sache. Ja, das Gespräch wird größtenteils als OOC stattfinden, ne? Ich werde Sie jetzt einfach bestimmte Begrifflichkeiten fragen, Regeln und so weiter. Und ich sag mal einfach, was Sie dazu wissen oder was Ihnen dazu einfällt. Fangen wir einfach am besten mit den klassischen Sachen an. Ja. Hatte ich Sie das schon gefragt? Wo sehen Sie Ihre Ziele in dieser Stadt? Ich weiß noch nicht so, wo ich mich sehe. Ich gucke einfach mal so, was auf mich zukommt. Mhm. Ja, ist okay. Gibt auf jeden Fall sehr viele Sachen, die man sich lohnen, hier zu entdecken, sage ich mal so. Man findet das eine oder andere auf der Google Maps und manche Sachen findet man einfach, indem man vorbeifährt, wenn Sie verstehen. Mhm. Macht es wohl ein bisschen interessanter, finde ich, die Stadt zu erkunden. Ja, definitiv. Können Sie mir vielleicht kurz mal helfen, wenn Sie das schaffen, dann wäre mein Tag gerettet. Dieser scheiß Dinger hier, der will einfach nicht mehr. Können Sie mir da helfen, vielleicht den nochmal zu reparieren? Aber wo liegt denn das Problem? Weiß es nicht. Gucken Sie mal, also... Irgendwo ist da, glaube ich, ein Rädchen kaputt. Weiß aber nicht. Guck mal. Können Sie mir da helfen? Das wäre echt... Weil ohne das Ding hier ist echt... Hopfen und Malz voll war. Ja, vielleicht. Vielleicht müssen wir den auch einfach nur mal ein bisschen putzen. Also. Ja, vielleicht. Leider kein Schwamm dabei. Okay. Einfach so ein bisschen Lappen. Nehmen Sie einfach einen hier vom Tisch oder so. Hier so ein bisschen. Einfach ein bisschen. So, ne? Ich weiß, woraus Sie hinaus wollen, aber ich... Also, so, ne? Clean halt so, ne? Ja, genau, ja. Ah, ja, sehr schön. Ach mal, der glänzt wieder wie neu. Was soll man da sagen, ne? Ja, sehr schön. Ja, dann kommen Sie doch mal mit. Wissen Sie was? Bei Ihnen habe ich ein gutes Bauchgefühl. Ich glaube, Sie sind hier in Palermo ganz gut aufgehoben. Ja, stimmt. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nee. Ja, sonst war's das. Ja, dann würde ich sagen, einfach den Weg hier lang. Ja, perfekt. Ja, schönen Tag noch. Viel Spaß, ne? Danke.